Ich zeige euch heute, wie ihr dieses hübsche Hebemaschenmuster stricken könnt. Ich habe dieses Muster für einen Poncho verwendet. Die schriftliche Anleitung für diesen Poncho sollte in den nächsten Tagen schon online sein. Dann stelle ich euch den Link dazu auch in die Videobeschreibung. Dieses Muster besteht aus 4 Musterreihen und einer Vorbereitungsreihe. Ich schlage hier eine Maschenanzahl an, die teilbar durch 3 plus 2 plus 2 ist. Also man könnte auch sagen 3 plus 4. 6 plus 4 wäre 10, denn 6 ist ja durch 3 teilbar, plus 2 plus 2 ist dann 10. Auch 18 ist teilbar durch 3, plus 2 plus 2 wären 22 und so viel schlage ich auch gerade an. Also holt eure Stricknadeln und strickt gleich mit. Und nun kommt unsere Vorbereitungsreihe. Und diese Vorbereitungsreihe stricken wir ein einziges Mal. Also ich mache eine Randmasche, die mache ich rechts. Und alle anderen Maschen stricke ich links. Also alle anderen Maschen links stricken. Ich mache hier übrigens einen Knötchenrand. Das bedeutet, dass ich die erste und die letzte Masche recht stricke. So, und jetzt sind wir schon am Ende der Reihe und die letzte Masche stricke ich rechts. Das ist nun unsere erste Musterreihe von unserem Mustersatz, der aus 4 Reihen besteht, das habe ich schon gesagt. Wir stricken wieder eine Randmasche, die stricken wir rechts und dann wiederholen wir immer 2 Maschen rechts und dann kommt eine Masche, aus der wir 2 Umschläge herausstricken. Das wiederholen wir immer. Also 2 Maschen rechts und dann kommt eine Masche rechts mit 2 Umschlägen. Also wir stricken wie zum Rechtstricken, holen uns den Faden und machen aber einen zweiten Umschlag drauf. Also ich nehme mir den Zeigefinger und halte es fest, damit mir das nicht herunterrutscht, lege ein zweites Mal den Faden drüber. Dann habe ich hier 2 Umschläge. Ich zeige es noch einmal. Also einstechen wie zum Rechtstricken, ein Umschlag, halt einmal den Faden holen und ein zweites Mal den Faden holen. Gut. Und das machen wir bis fast zum Ende, also bis 3 Maschen vor das Ende. Also immer 2 Maschen rechts und eine Masche rechts mit 2 Umschlägen. Also einmal und ein zweites Mal holen. Dann 2 Maschen rechts und aus dieser einmal und ein zweites Mal einen Umschlag herausholen. Dann 2 Maschen rechts, eine Masche rechts mit 2 Umschlägen. 2 Maschen rechts und eine Masche rechts mit 2 Umschlägen. 2 Maschen rechts. Und eine Masche rechts mit 2 Umschlägen. Und jetzt bleiben hier Nummer 3 Maschen. Und die stricken wir. Die 2 Maschen stricken wir rechts. Und die letzte Masche stricken wir auch rechts. Denn das ist unsere Randmasche und die stricken wir immer vorn, hinten, rechts und links, rechts. Gut, nun kommt unsere zweite Reihe. Das ist um nichts schwieriger. Aber ihr müsst auf diese Fadenhaltung in der zweiten Reihe achten. Also ich mache eine Randmasche, die stricke ich rechts. Und nun kommt's. 2 Maschen rechts. Jetzt gebe ich diesen Faden nach vorne. Also diesen Faden nach vorne. Und es kommt so eine Doppelmasche. Dort, da haben wir die normale Masche gemacht und daneben ist der Umschlag. Und wir heben nur diese erste Masche ab und den zweiten lassen wir von der Nadel gleiten. Also einstechen und abheben. Dann wieder Faden nach hinten, 2 Maschen rechts
Und das gleiche wiederholen wir. Faden nach vorne, abheben, die erste, und den Umschlag lassen wir von der Nadel gleiten. Faden hinter, zwei Maschen rechts und Faden nach vorne, abheben und der ist mir gleich von der Nadel geglitten. Faden wieder zurück, zwei Maschen rechts, Faden nach vorne, abheben und den Umschlag gleich mit von der Nadel gleiten lassen. Zwei rechte, Faden nach vorne, Umschlag runterfallen lassen und die nur abheben. Also zwei rechts und Faden nach vor, abheben. Oh, jetzt bleiben nur mal drei Maschen übrig. Diese drei Maschen stricken wir rechts. Die letzte davon ist unsere Randmasche, die nur anders heißt, aber gleich gestrickt wird. Gut. Das war schon unsere zweite Reihe vom Mustersatz. Unsere dritte geht um gar nichts schwieriger, also es wird immer einfacher. Wir stricken nun eine Randmasche rechts und dann wiederholen wir zwei Maschen links und die dritte heben wir ab, aber diesmal lassen wir den Faden hinten. Also zwei Maschen links, eins, zwei, Faden hinten lassen und abheben. Also von rechts nach links einstechen, abheben. Zwei Maschen links, eins, zwei und die einfach nur abheben. Zwei Maschen links, eins, zwei, Faden nach hinten, abheben. Zwei Maschen links, eins, zwei, Faden nach hinten, abheben. Zwei linke, Faden hinter, abheben. Zwei linke, Faden zurück und abheben. Und jetzt bleiben noch zwei linke und eine Masche rechts. Also, eins, zwei linke und eine Masche rechts. Und es bleibt bei diesem Schwierigkeitsgrad. Randmasche rechts. Und nun machen wir wieder linke Maschen, nämlich zwei linke Maschen. Eins, zwei. Diesmal geben wir den Faden wieder nach vorne. Einmal haben wir ihn vorne gehabt, dann hinten und jetzt wieder vorne. Nun heben wir diese einzelne Masche einfach nur ab wieder. Also die einfach mal abheben. Dann zwei linke, eins, zwei und die einzelnen nur abheben. Zwei linke, eins, zwei. Den Faden vorne nicht vergessen, nur abheben. Zwei linke, nicht vergessen, Faden vorne und abheben, zwei linke, seht ihr, und hier ist es schon ein Kuddelwuddel, wie man so schön sagt, bei uns. Und das muss man ein wenig auffriemeln, zur Not. Eine linke, die nur abheben, mit Faden nach vorne und zwei linke. Mit Faden nach vorne, abheben. Jetzt bleiben drei Maschen, davon zwei links und eine rechts. So. Mustersatz ist fertig und wir beginnen wieder ganz von vorne, nämlich mit einer Randmasche und wir wiederholen, ich zeige das nur ganz geschwind, zwei Maschen rechts und aus dieser langgezogenen Masche stricken wir eine Masche mit zwei Umschlägen heraus, also einmal, zweimal, zwei rechte und dann aus einer Masche zwei Umschläge stricken, zwei. Und das war's auch. Das war die ganze Anleitung und so sieht es aus, wenn ich ein paar Rollen hochgestrickt habe und so sieht es bei meinem Poncho aus. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen und ich wünsche euch noch einen strickvollen Tag.